Was ist mit Katsuki Takahashi passiert? Gute Frage. Letztes Jahr gab es eine kleine Änderung an den offiziellen Yu-Gi-Oh! Spielkarten, die für große Verwunderungen unter Spielern und Sammlern sorgte. Am 3. April kam in Nordamerika das Set Secret Slayers in die Läden. Das wäre auch so bei uns, aber das Set wurde um 2 Wochen nach hinten verschoben. Und damit verschwand ein Begleiter für unsere Karten für immer von der Bildfläche. Katsuki Takahashi. Moment, hier ist doch etwas falsch. Du hast recht. Ist nicht dein Ernst. Du machst die finale Abnahme deines Videos auf dem Handy. Das nennst du Qualitätssicherung? Geht's noch? Jetzt hol dir einen vernünftigen Bildschirm vor die Augen. Auf dem Handy. Erkennst doch nichts. Okay. Menschenskinder. Die Jugend von heute sitzt für die finale Abnahme eines Videos vom Handy. Amateure. Viele von uns kennen noch den guten alten Copyright-Claim auf den Yu-Gi-Oh!-Karten mit der Aufschrift 1996 Katsuki Takahashi. Doch seit April 2020 ist das bei den neuen Karten nicht mehr der Fall. Da steht nun 2020 Studio Dice / Shueisha, TV Tokyo, Konami drauf. Will Katsuki Takahashi nichts mehr mit Yu-Gi-Oh! Zu tun haben? Schauen wir doch mal kurz, was die Japaner da unten stehen haben. Ich habe hier mal einen japanischen Jinzo aus dem Starterdeck Joey Volume 2 aus dem Jahre 2003. Und wenn ihr mal genauer drauf schaut, dann merkt ihr, dass euer Anime-Japanisch euch nicht viel weiterhilft. Da steht überraschenderweise Katsuki Takahashi, Studio Dice, /Shueisha. Die haben schon damals Studio Dice, /Shueisha drauf gedruckt, aber nicht bei uns? Wer sind die? Und was machen die? Und vor allem, was wollen sie von unserem Kartenspiel? Haben sie Katsuki die Rechte geklaut? Ist nicht dein Ernst. Du schaust das Video auf deinem Notebook. In Full HD. Du weißt schon, dass wir das Ganze hier in 4K aufnehmen. Woher willst du wissen, was in diesem Bild scharf ist und was nicht in Full HD? Und ich weiß, das sagt nichts aus, weil unsere Kamera Müll ist. Aber nichtsdestotrotz, 4K. Schau das auf einem 4K-Monitor. Okay. Studio Dice ist die Firma von Katsuki Takahashi. Das ist quasi so, als würde sein Name draufstehen. Also doch keine Verschwörung, die dahinter steht. Vielmehr war es einfach an der Zeit, nach 18 Jahren die Copyright Notice bei uns im TCG anzupassen. Genauso wie in Südkorea, weil sie das gleiche Layout benutzen wie wir im TCG. Mittlerweile sind deutlich mehr Firmen an diesem Spiel beteiligt, als es zu Beginn waren. Dazu gehört Katsuki Takahashis eigene Firma, Konami als Vertreiber des Kartenspiels und der Videospiele, Shueisha, der Verlag des Shonen Jump Magazins, in dem der Yu-Gi-Oh! Manga veröffentlicht wird. Sorry, wenn ich den Namen gemeuchelt habe. Und TV Tokyo, auf dem die Yu-Gi-Oh! Serien erstmals ausgestrahlt werden. Während sich in Japan die Notice mehrmals bereits verändert hatte, ist sie bei uns immer die gleiche geblieben. Ich denke, das war für die Rechteinhaber einfach mal an der Zeit, das Thema glatt zu ziehen. Dankeschön. Bitteschön. Was ist denn los mit dir? Ja. 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 Wow. Was war das denn? Ich muss sofort die Crew anrufen. Hey, Leute. Moin. Du, sag mal, hatten wir noch eine vorproduzierte Episode rund um das Thema des Yu-Gi-Oh!-Films, das Katsuki Takahashi bei uns noch verlegen? Nein? Ah ja, dachte ich mir. Nee, alles gut, wir werden ihn schon wiederfinden. Bis dahin überlege ich mir was. Alles klar, vielen Dank, ciao! Wo ist der hin? Keine Ahnung!